heute hin und ihr könnt ihr meinen Papa sehen, der ist heute mit am Start, meine Mom auch. Wir laufen heute auf die Teck, ist eine Burg hier, die ist recht klein im Vergleich zum Beispiel zum Hohenneuffen, aber sehr schön mit einem Turm. Ihr habt eine mega gute Aussicht hier und der Weg hier ist hauptsächlich hier, wie ihr sehen könnt, ein Fahrweg, eine Art. Man kann auch teilweise über die Trampe fahren, ein kleines bisschen, aber nicht so extrem wie beim Hohenneuffen. Aber es ist sehr schön, vor allem wenn das Wetter gut ist. Man kann es aber hier auch laufen, wenn es nicht ganz so gut ist. Die Öffnungszeiten, die blende ich euch jetzt hier mal ein. Und da könnt ihr natürlich oben auch einkehren, was essen, was trinken. Und es ist natürlich mega cool, weil es ist so ein richtiges Sommerding. Unten hat es Grillstellen und ich würde sagen, wir laufen einfach los, labern gar nicht so lange und schauen, wie es oben ist. Wir sind hier auf dem Weg zur Teck nach oben, aber der Weg ist ganz schön steil. Aber sehenswert und geht durch den Wald, alles schön kühl, sehr angenehm. Das Wetter ist natürlich jetzt schön und so langsam kommt es früher und das wird beständiger. Das heißt, wir können jetzt die Wandersaison wirklich mit Hochdruck angehen und haben für dieses Jahr auch so einiges geplant. Also eventuell den Breitenberg, dann wollen wir vielleicht nochmal auf den Ifen und das Hahnköpfle mitnehmen. Das ist ja von dahin nicht allzu weit weg. Und dann, wenn es wettertechnisch geht, den Litnisschrofen im Tannheimer Tal. Ja, und dann haben wir im Sommer einen Urlaub im Dachsteingebirge geplant. Welche Touren wir da genau machen, das weiß ich noch nicht. Das entscheiden wir dann je nach Wetterlage und wie es uns halt geht. Je nachdem, mal eine größere, mal eine kleinere. Und nach einer größeren kann schon mal sein, dass wir dann vielleicht auch mal nur was Kleines machen. Aber ihr werdet alle sicherlich mitgenommen und könnt euch das dann anschauen. Also ich denke, das wird toll. Der Weg ist immer wieder steiler, mal wieder flacher. Das ist immer unterschiedlich, geht immer steil hoch, dann flacher, ein bisschen runter, wieder hoch, flacher und dann voll ins Hoch, um es mal zusammenzufassen. Später dann gehen der runde Weg, könnt ihr gleich gehen, wie ihr hochgegangen seid oder über die Sibyllenlöcher, das ist so eine kleine Höhle, die ist mega cool. Wir gehen natürlich da. Die Hälfte ist geschafft, noch 700 Meter bis zu Teck. Hier könnt ihr links abbiegen und in 2,2 Kilometer nach Bissingen laufen. Wir laufen natürlich weiter zu Teck, hier nach oben. Hier kann man abzweigen zum Pfad im Wald. Sehr steil, aber spart einiges an Strecke. Der Trampelpfad hoch. Der offizielle Weg kommt von da, der geht hier die Kurve und geht hier nach oben weiter dann. Und dann ist nicht mehr weit, nur noch ein paar hundert Meter. Hier einfach abzweigen Richtung Sibyllenlöcher. Es ist jetzt deutlich anstrengender, aber nicht so extrem, aber so, dass ich gut außer Atem komme. Ich bin jetzt auch ein Stückchen den Berg hochgerannt, damit ich meine Enden einhole. Fehler meines Lebens, aber es geht schon. Und lauft den Weg auf jeden Fall, weil der ist viel, viel schöner wie der offizielle normale Weg.
ganz unbedingt hier diesen Weg. Der ist so unfassbar schön. Ganz, ganz wirklich schönes Naturspiel. Ganz, ganz schöne Felswände. Und wenn man das verpasst, nur weil man nicht einen kleinen Umweg machen möchte, wäre das echt mega schade. Also Leute, auf jeden Fall kurz vor der Bogmore links abbiegen. Ihr kommt da genauso hoch dann. Hier in der Höhle könnt ihr hier über mir und unter mir sehen. Mega schön. Richtig krass. Meine Mom hat ein bisschen Muffensausen, die wartet da unten. Aber ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall in die Höhle rein. Überhaupt gar kein Thema. Schauen wir mal, was das zu finden ist. Oh. Schön hier, gell? Ja. Mega cool. Leute, schaut euch das an. 100%ig, was hier von Viechzeug hat alles. Ja, Wahnsinn. Oh. Ich könnte hier einfach mal übernachten, das ist so cool. Und schaut euch das an, Wahnsinn. Schreibt mir unten rein, wenn es euch auch so gefällt. Wenn ihr schon vielleicht wart, ich find's mega. Hier noch gegessen, Mittagessen. Ich habe Knöpfle, Bärlauch, Käseknöpfle gegessen, meine Mom auch, mein Vater hat einen Rostbraten gegessen, nee, Sauerbraten war es, gell. Und wir laufen jetzt runter. Mittlerweile ist es ein bisschen kälter, deswegen haben wir auch schon Jacken an. Und dann laufen wir wieder runter. Ihr könnt den gleichen Weg runterlaufen, wie ihr gekommen seid, wenn ihr zum gleichen Parkplatz wollt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch zu anderen Ortschaften laufen. Wir laufen aber zum gleichen Parkplatz wieder auf dem gleichen Weg. Von daher verabschieden wir uns jetzt auch hier, weil den Rückweg, den kennt ihr ja schon vom Hochweg. Wir wünschen euch jetzt einfach noch eine schöne Woche. Und ich blende euch jetzt noch ein Video ein. Da waren wir auf dem Angstein, eine von den schönsten Touren in dem Jahr. Und ich wünsche euch einfach eine schöne Woche. Bis dahin, wir sehen uns und ciao. Tschüss.